So, recht herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen Video. Ich habe gedacht, ich mache echt mal ein Video über binäre Pläne, weil die haben sehr wahrscheinlich irgendwas mit Intelligenz zu tun, weil ich muss sowas tun, weil ich denke langsam, einfacher geht's nicht mehr. Aber ob jetzt das für Unternehmen ist, bei Wemma mit einem Cycle-Bonusplan, ob das für Unternehmen ist wie Mondavi oder FG Express, was auch immer. Ein binärer Plan funktioniert immer gleich und ich höre immer die gleiche Scheiße, immer wieder und überall. Ja? Von wegen Spillover und Powerlag und so was beim Blödsinn. Ja? Man züchtet eigentlich eine Platzhalter hin, der da sitzt und nichts tut und sich da irgendwann mal denkt, ja, dann habe ich dann irgendwann mal ein großes Bein und kann das andere Bein auch bauen. Aber wisst ihr was? Gar nichts kann er in der Regel. Ja? Ich habe festgestellt in den ganzen letzten 7 oder 8 Jahren, wo ich mit binären Plänen arbeite, dass es immer wieder solche Zeitgenossen gibt, dass es wirklich gibt, die meinen, alles wirklich passiert per Zufall. Und die haben nicht verstanden, wie ein Binärplan wirklich funktioniert. So, und deshalb mache ich jetzt einmal ganz kurz Abhilfe. So, ganz kurz zu diesen zwei Punkten hier, die zwei roten, das sind in der Regel die Dinge, die zwei Positionen, die du einschreibst. Und das sind nicht irgendwelche Positionen, sondern das sind Menschen. Mensch aus Fleisch und Blut, die etwas erreichen wollen in diesem Unternehmen. Also ein Partner links, ein Partner rechts. Soweit kann jedes Kind so einem Plan folgen. Ja, jedes Kind kann das. Sogar unsere kleinste Tochter mit einem Jahr. Das ist einer links und einer rechts. Da braucht man kein Mathematiker sein dafür. Dass dann die Duplikation richtig beginnt, muss man dafür besorgt sein, dass diese zwei Partner, die man jetzt eingeschrieben hat, nicht einfach da drin lässt, versauern. Die meisten schreiben die dann ein und denken, ja, die tun jetzt schon was, automatisch. Das wird alleine funktionieren. Bullshit, nichts passiert alleine. Man muss denen helfen. Man muss denen helfen, aber jetzt kommt es auch wieder. Helft bitte nicht zu viel. Wenn einer nicht links und rechts seinen Partner einschreiben kann, dann soll er von mir aus Kugelschreiber zusammenbauen gehen oder in Hotel als Servierboy arbeiten. Da hat der Network Marketing nichts verloren. Wenn jemand einen Partner links und rechts einschreiben kann, ist es gut. So, und deshalb geht doch ein bisschen auch damit ein bisschen sorgfältig um. Ich schreibe doch keine Pflöcke hier ein, links und rechts bei mir. Ich baue ein Unternehmen auf. Und wenn ich hier jemand drin hat, links und rechts, jemand, der sagt, ja, dann komme ich ja in dein starkes Bein, da sage ich in der Regel immer, weißt du was, du hast nichts kapiert, zieh Leine. Geh zu Tupper oder sonst irgendwo hin, aber lass mich in Ruhe, ja. Also, du brauchst einen Partner links, du brauchst einen Partner rechts. Punkt. Da kann man nichts rütteln dran. So. Und dann ist die Regel eigentlich die, dass du links und rechts außen aufbaust. Außen. Da ist du sponserst niemanden in die Innenbeine hierhin. Da sponserst du keinen Menschen rein in die Innenbeine. Du sponserst immer außen. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, aber muss ich jetzt nicht innen dem ein bisschen helfen und dem einen einschreiben? Nein, du sollst außen aufbauen. Und zwar, jetzt kommt's. Und viele werden jetzt gerade wieder die Network-Organisation kündigen, wo sie jetzt angefangen haben. Ja, also du kannst dich da mal aufstellen, von mir aus, dass du 20 Leute links und 20 Leute rechts brauchst. Das sind Fakten. Das sind einfach mal Fakten. Fertig. Ja, du brauchst 20 Leute in deinem linken Bein und 20 Leute in deinem rechten Bein. Damit du zwei oder drei Leute hast im linken Bein, die funktionieren, und zwei oder drei Leute hast in deinem rechten Bein, die funktionieren. Alles andere ist Knillipilli, funktioniert nicht und fertig. Ja, das ist jetzt einfach Fakt. Du kannst es mir jetzt glauben oder nicht, aber es ist so. Ich denke, du kannst auch mit vielen Führungskräften quatschen darüber, so funktioniert es. Das ist einfach so. 20 Leute links, 20 Leute rechts, das ist so das Fundament für den Erfolg. Ja, es bleibt danach nicht stehen. Bei 20 links und 20 rechts. Du wirst dann irgendwann mal auch 50 links haben und 50 rechts haben. Ja? Du wirst es automatisch sehen, dass es, du hast diese, das sehe ich überall. Das ist einfach so, dass du hier plötzlich Positionen drin hast. Hier, hier, und hier, und hier, und hier unten. Aber keine von den Oberflachpfeifen kriegt es hin, hier drin auch anzufangen aufzubauen. Ja, warum kriegt er es denn nicht hin? Weil die Leute nicht wissen, wie sie mit einem binären Plan arbeiten sollen. Die bauen nur ein Bein auf und denken dann, ja, vielleicht habe ich da mal Glück und triff einen super guten, der mir dann das gesamte andere Bein aufbaut. Und auch zu warten, dass von oben etwas runterkommt, ist Blödsinn. Meistens ist die Situation so, pass auf, wenn du in einem großen Powerlag anfängst, dann ist das Powerlag irgendwann mal so groß, dass es nicht mehr das Paylag ist von deinem Sponsor. Was wird er dann tun? Er baut sein anderes Bein auf. So einfach ist es. Er baut sein Payleg auf und nicht mehr dein Powerleg. Ja, das ist wichtig. Das müsste man einfach verstehen mal. Echt, das muss mal in die Hirnwindungen dieser Menschen rein, die hier im binären Plan beginnen zu arbeiten. Es gibt
keine Geheimnisse. Das gibt's alles nicht. Es gibt keine perfekte Arbeitsweise. Es gibt kein, ich schreibe das Ganze, das gesagt, was ich auch immer wieder sehe, dass Leute sagen, ja, lass uns zuerst mal ein großes Powerleg aufbauen. Und die sponsern alle ihre Kontakte in die große Powerleg rein. Nur weil der Obermacker uns oben das gesagt hat, man soll das tun. Natürlich, ihn interessiert es ein Scheiß, weil er verdient sowieso Provision, weil es ein Payleg ist. Ja? Und alle bauen ein großes Powerleg auf. Und dann, wenn sie mal drankommen, das linke Bein aufzubauen, können sie nicht mehr, weil sie alle Kontakte verbraten haben in ihrem Powerleg. So einfach ist es. Also lasst den Scheiß, arbeitet richtig mit dem binären Plan. Einer links, einer rechts und dann den beiden helfen, einen links und rechts zu sponsern, indem man aber selber weitermacht, zwei neue zu finden für links und rechts, bis man 2020 hat. Das war von mir, von College. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Umsetzen in die Praxis. Ciao.